Übrigens schön, dass ihr am Start seid mit mir aus Köln. Zwei Missionen, zwei äußerst ehrbare. Einmal Props gehen raus an guten Max. Der hat einen Burger gescoutet für 28 Euro. Das ist der teuerste Burger in Köln. Danke Max für diese Recherche. Er hat das Ganze getestet. Ich möchte das heute auch testen. Ich möchte den teuersten Burger in Köln testen. Das machen wir gleich. Das ist unsere Mission. Und nebenbei, sowas schieben wir immer zwischendrin rein, weil was reinschieben zwischendrin äußerst positiv ist. Wir werden einen Undercover-Test. Ganz kurz, weil wir haben Hamburger. Den haben wir einmal getestet in einem 1000-Euro-Battle-Video, was ich mal gemacht habe. Da war ein super geiler Burger und den müssen wir nochmal undercover testen. Denn wir haben gelernt, ohne Kamera ist immer das repräsentativste Ergebnis. Deshalb schieben wir das rein. Das ist nur so ein 2-Minuten-Ding und dann geht es zum teuersten Burger in Köln. Teuersten Burger in Köln, ja. Kurz für euch, direkt an der Ecke hier ist Hamburger. Ich zeig's euch mal eben. Ich habe ein Glück immer jetzt einen Undercover-Agenten dabei, der auch nicht gezeigt wird. Da ist er. Und weshalb ich den teste, so auch für die, guckt ja nicht jeder jedes Video. Ich habe ja mein Deutschland-Ranking und der Burger hat mit Kamera komplett abgerissen. Also was habe ich gegeben? 8,8. Und das wirklich, oh, also gefühlt jetzt im Nachhinein hätte man auch eine bessere Bewertung geben können. Ja, aber wie es so ist, erster Test mit Kamera wunderbar, aber ein Burger schafft es nur offiziell ins Ranking bei mir ohne Kamera. Denn dann ist das Ergebnis, was vergleichbar ist mit dem Ding. Und das ist ja mein Ziel, dass ihr hingeht und auch was Geiles kriegt. Und ich möchte, dass das gesaved ist und ich so einen Test habe, wo ich einen Burger esse, der an das rankommt, was, sag ich mal, jemand ganz normal in den Burgerladen kriegt. Ohne Kamerabonus. Genau, genau. So machen wir das. Also da ist auch ein Mann, der steht da, ich filme ihn jetzt nicht. Der steht seit 10 Minuten. Steht der so da? Ganz verwunderlich. Weiß nicht, ich gucke ihn rüber, ich denke, habe ich ein Déjà-vu? Nein, der steht einfach mal. Oder das ist hier so ein Ding einfach, so ein Kölner Ding. Da vorne geht auch jemand. Der geht einfach, er geht einfach von da vorne hier rüber. Das ist ein Kölner Ding anscheinend. Ein Undercover-Agent. Direkt auf die Hand. Also wie ihr gesehen habt, das sind 20 Meter, ne? Wer danach sagt sonst, der Burger ist kalt. Nein, ist er nicht. Wir gehen jetzt direkt steil. Oh, genau, da kann ich mich da rein. Oh, da habe ich Angst, ey. Das sind denn das frittierte Zwiebeln, hoffe ich. Sonst ist das Fleisch zu trocken. Boah, der ist heiß, der ist sauheiß. Nee, das ist ein Burger, kein Donut. Der sieht heftig aus, ne? Sag mal kurz eine Frage an dich. Ist das so ein Kölner Ding? Viele gehen hier so irgendwie. Ja, deswegen, ne? Danke, schönen Tag, mein Lieber. Ciao, ciao. Also, erster Eindruck, immer frei raus, was ich denke. Ich bin rangegangen mit dem Gedanken, weil in Köln sind nicht so die heftigen Burger. Wir haben damals Fette Kuh gehabt und der hat ja irgendwann dann nicht mehr so gut performt, leider. Vor meiner Videozeit hat der super performt. Und das wäre so ein Kandidat gewesen, laut meines letzten Tests, für unter Umständen besten Burger in Köln. Erster Biss war aber relativ trocken. Etwas zu viel Soßen. Die Soße ist special, kannst du gar nicht genau beschreiben. Sie habt den Namen, den ich eben gesagt habe, wieder gehört. Dann ist da so eine Special Teriyaki-Soße drauf. Sehr einzigartig, sehr geil. Fleisch, zart. Also, es gibt eigentlich nicht viel am Burger zu meckern, aber so der erste Eindruck, bisschen zu trocken gewesen. Und zu Soßen überladen. Also final abschließend, heftige Soße. Soße ist schon stark, jetzt ins Dunkle rein. Gefühlt irgendwie so eine Whisky-Note da drin. Wohlgemerkt täuscht das oft, aber das beschreibt es einfach gut. Dieses Dunkle, einfach rein, würzig, Unbekannte. Aber ich denke, das beschreibt es einfach gut, so dieser Gedanke, dass da einfach Whisky rein in die Soße aufgekocht. Mit Sicherheit nicht so, aber man kann sich gut was darunter vorstellen. Waren von außen angeröstet, trotzdem schön soft. Fleisch leider teilweise ein bisschen trocken. Hätte ich wahrscheinlich jetzt eine 7,5 hätte ich wahrscheinlich gegeben. Ab zum 28-Euro-Burger. So, ab geht's zum 28-Euro-Nobel-Burger. Danke Max nochmal für Scouting. Checkt alle Max ab. Zu meinen absoluten Favorite-Food-Videos. In der Videobeschreibung verlinkt. Kuss, Kuss an den guten Mann. Und dann wird jetzt Nobel gesnackt. Nobel, Nobel. Ich habe auch meinen Undercover-Agenten hier, aber es wird seine Stimme künstlich verändert und er wird auch gepixelt hier werden. Ich habe mal eine Frage, ne? Drückst jetzt jugendfreundlich aus. Nie wieder mit einer Frau schlafen oder nie wieder was anderes essen als Salat und Eier? Nie wieder was anderes essen als Salat und Eier. Ehrlich? Dann würdest du dein Leben lang Salat und Eier essen, darfst dafür mit Frauen schlafen. Und sonst dürftest du nie wieder mit Frauen schlafen, darfst aber essen, was du willst, dein Leben lang. Ja, dann esse ich lieber nur Salat und Eier. Achso, wenn jemand fragt, warum Salat und Eier, man hat was Gesundes und alle Aminosäuren, die man braucht. Das ist die Erklärung für Salat und Eier. Mein Kollege, dessen Namen nicht genannt werden darf, hat es richtig schön gesagt. Nichts jetzt mit schönen Filmen hier, dick laden und mit Ladenbesitzer schnacken und er macht alles perfekt. Nein, gleich knallhart. Undercover-Ding. Das wird gleich undercover getestet. 28-Euro-Ding, das muss abliefern. 28-Euro-Burger muss auch kommen ohne Kamera. So hast du es eben gesagt, ne? Ja. Ja, so hast du es eben gesagt. Der gute Klaus Herrmann, ja. Klaus Herrmann, du. Klaus Herrmann ist gut. Klaus Herrmann muss jetzt abliefern, aber hallo, wir können noch mal den Google-Link einblenden. Jetzt da, da ist Karl Herrmann. Hier wird mir jetzt der Burger rausgezogen. Antibiotika-frei, steht da auch direkt auf dem Schild. Seht ihr das? Also während jetzt mein Lieber den Burger rausholt, werde ich uns informieren auf neuesten Stand holen, warum das Ding so teuer ist und alles. Ach, du brauchst denn ja richtig einen Profi, ey. Ich gucke jetzt mal aufs Handy. Wartet mal ab. Mach den hier aber mal, dann
Ist das nicht ganz so auffällig? Seht ihr mich noch? Ja, ne? Kölns einziges Burgerrestaurant mit einer schwarzen Haube vom Gold Milieu. So, Gold Milieu, bevor ich es jetzt falsch erkläre, lese ich euch einfach mal einen Text vor. Der Gold Milieu. Oder auch, wir kommen hier nicht so. Ist ein nach seinen Gründern Henry Gold und Christian Milieu benannter Restaurantführer. Gilt neben dem Gold Michelin als der einflussreichste Restaurantführer französischen Ursprungs. Er vergibt die Gold Milieu Kochmützen, die neben dem Michelin-Stern begehrteste Auszeichnung der Haute Cuisine. Im Gegensatz zum Gold Michelin beschränkt sich der Gold Milieu nicht auf eine Auflistung fehlenswerter Gaststätten mit Kurzbeschreibung, sondern bietet ein Punktesystem und ausführliche Restaurantbeschreibung. Dann schauen wir mal, ob das einzige Restaurant mit Gold Milieu Auszeichnung, was kann. Das einzige Burger-Restaurant. Hätte einfach Eier mit Salat bestellen sollen. Die haben auch normale Burger, ne? Aber die haben auch diesen 28 Euro, da ist er. Doppelpatty, Doppel-D-Meter Heumig, Bergkäse vom Haus Bollheim, Zwiebelmarmelade, Bacon vom schwäbisch-hellischen Landschwein. Was für ein Fleisch, dass das so teuer ist, muss ja das Fleisch sein. Also haut's bitte in die Kommentare. Guckt euch den mal an. So, wundert euch jetzt nicht bei der Betrachtung. Motto des Ganzen ist puristisch. Puristisch geil. Was ja auch, also ein Burger, der teuer ist, muss ja nicht 1000 Schnickschnack-Sachen drauf haben. Er muss einfach geil sein und geile Komponenten haben. Vielleicht ist ja auch das Fleisch, ich habe mich nicht genügend informiert, dass sehr teuer ist vom Einkauf oder sonstiges. Wir bewerten jetzt erstmal den Geschmack. Boah, da ist eine dicke Scheibe Bergkäse drauf hier. Ich hoffe, das ist ran zum Mitessen, aber ich denke, dass wenn sie bedacht haben, kann man ja nicht bei jedem Käse mitessen. Dickes Ding ist es, also ordentlich Fleisch hat es drauf. Sehr geiler, weicher, öliger, fettiger Biss, super Medium getroffen. Ganz dezent hintenrum der Bergkäse. Jeden Käse in meiner Käsetheke habe ich schon durchgesnackt. Bergkäse kann sehr kräftig sein, kann aber auch trotzdem milder sein, als man vermutet. Leichte Nussigkeit noch drin. Schöner Heumigkäse. Schmal gewürzt, ganz schmal gewürzt. Sehr wenig Salz machen viele einfach, um den Fokus auf das Fleisch zu legen. Salz kann oft den Geschmack vom Fleisch, diesen Grundgeschmack, diesen fleischigen, tierischen Geschmack rausnehmen. Und das tut es nicht. Sie haben es ganz basic gehalten und in dem Fall auch geil. Irgendwie, ich habe erst einen Puls, oh, noch Salz, aber irgendwie flasht mich das gerade. Mit Marmelade sieht man hier noch. Das ist ganz basic gelassen. Das ist ein Burger, wo du gleich reinbeißt und ich kann euch sagen, es fühlt sich gut an. Du hast nicht das Gefühl, oh Scheiße, was hau ich mir hier für Fastfood rein? Das ist immer noch Fastfood, wird immer noch in Fett gebraten, aber ich sehe da schon einen Unterschied. Tatsächlich diesmal das Video von Max schon vorher gesehen, weshalb ich auch darauf kam. Er hat eine Sache gesagt und die fühle ich 100%, es hat Steak-Charakter. Wenn die Konsistenz nicht mehr rein, das Geschmacksbild vom Fleisch ist Steak. Was mir sehr gut bei dem Burger gefällt. Also zum einen, du hast so hart Fokus auf dem Fleisch und merkst, es ist geiles Fleisch, wirklich geiles Fleisch. Hast du noch den Bacon? Wie gesagt, ich denke, es ist für viele zu wenig Salz. Ich finde, dieser Burger gehört so. Und du hast zwischendrin vom Bacon, zwischendrin vom Käse und natürlich ist ein bisschen Salz drauf. Hast du immer so einen kleinen Salzkitzel, der dich irgendwie nochmal aufweckt und dir so einen minimalen Salzpush gibt. Du suchst so ein bisschen danach, bis du kriegst ihn. Irgendwie special. Gefällt mir. Ihr wisst, ich kann mich in Essen verlieben und ich flash mich da rein und ich werde euphorisch. Heftiger Bacon, Leute. Einer der besten Bacon, die ich wahrscheinlich in meinem Leben gegessen habe. Der Bacon ist Weltklasse. Ja, da musst du dich reindenken, das Ding. Manchmal macht Essen was mit einem und das ist so, dir wird einfach so ein dickes Stück Fleisch in die Hand gelegt. Hier, nimm dieses dicke Stück Fleisch und drück dir das ins Maul rein. Das löst Emotionen bei mir aus. Ja, die leichte Zwiebelmarmelade da drin. Feinschmeckerburger. In der Kategorie mal Maggels habe ich auch mal Bock und hau mir 3 Liter Käse über den Burger rüber. So diese Käsedinger, Soßen überladen. Das wird nicht deiner sein. Aber wenn du so richtig Feinschmecker in Fleisch reinschmecken, ein Burger kann nicht jedem schmecken. Kein Produkt kann jedem schmecken. Aber wenn du sowas in die Richtung suchst, dann geh hin. Aber denk nicht, du bist sonst Käsefan. Wie gesagt, 8 Liter Soße auf dem Burger, dann ist das nichts für dich. Fein angeröstetes Brot. Ich snack mich hier rein, dann kriegt ihr meine Bewertung. Also pass auf, bevor die Bewertung kommt, ich hole jetzt sogar den Betriebsleiter da raus und gebe ihm Feedback. Ich wollte euch eins nochmal mit auf den Weg geben, damit ihr auch wisst, wie ich ticke. Ich kann euch vorwegnehmen, guckt euch das Video von Max an. Max hat ganz anders bewertet als ich. Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen, dass der Burger anders rauskam, zum anderen einfach, und das ist logisch, du wirst nicht das Produkt finden, was jedem schmeckt. Er hat mit einem guten Eric getestet, die fanden den Burger jetzt gut, aber jetzt nicht herausragend. Die haben gemerkt, das geile Quali-Steak, aber fanden es nicht heftig. Es liegt einfach da natürlich daran. Auch
Auch ich werde nicht das Produkt finden, was ich euch empfehle, was jeder krass abfeiert. Geht mit 10 Leuten essen, es ist so. Vielleicht werden 7 Leute gleich bewerten und 3 sagen, aber hat dir nicht gefallen. Ne? Und damit will ich sagen, ich habe dieses Mal das Video gesehen von Max. Und ich werde immer das sagen, was aus meinem Herzen kommt. Und werde immer so bewerten, was in mir drin ist. Und ich habe nie Angst, meine Meinung zu sagen. Egal, selbst wenn 100 Leute vor was anderes sagen. Ich werde das sagen, was ich auf dem Herzen habe. Und das wollte ich euch nur mitgeben. Und jetzt sagen wir dem Betriebsleiter unsere Meinung. Kuss, kuss. Ich habe den Betriebsleiter Olli am Start. Moin Olli erstmal. Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass wir hier essen durften. Wir waren undercover da, dass wir einen Undercover-Agent, weil wir wollen immer ein repräsentatives Ergebnis haben, das nicht gefaked ist. Also so wie es jeder Kunde kriegt, der auch normalen Burger kaufen würde. Und ich fand an eurem Burger so faszinierend. Viele machen einen Burger, der ist erstmal auf Anhieb, sagt man, wenn man es jetzt plump sagen würde, aufgesund. Wirklich gutes Fleisch, guten Käse und versuchen wirklich mit hochwertigen Zutaten zu arbeiten. Ja. Aber meistens führt es dazu, dass dieser Burger-Touch rausgeht. Das ging es auch auf gewisse Weise, war es auch ein Steak-Ding. Aber ich meine, der Hinsicht rausgeht, dass du hast ja dieses Gesundheitsfeeling, aber nicht mehr dieses geile Burger-Feeling, wo du einfach nur so drin versinken willst. Ne? Es war einfach geile Quali, das hast du gemerkt, von A bis Z, vom Fleisch, leichtes Salzprickeln. Dieser Käse, es war Quali und alles andere vereint. Das ist das, was ihr auch wisst da draußen. Ich suche qualitativ geile Sachen. Bei Burger muss man da Abstriche machen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, was Geiles zu essen, einen geilen Burger und dann die Quali geiles, ich bin ein absoluter Fan von, deshalb... Danke dir. Ja, sehr gerne. Also vielleicht willst du nochmal, bevor ich meine Wertung sage, irgendwas auch noch sagen. Ich rede für den Monolog die ganze Zeit. Alles gut. Das, was du sagst, ist halt genau das, was wir hier eigentlich machen wollen. Also einen Burger auf dem höchsten qualitativ möglichen Niveau. Also wir suchen unsere Kühe selber aus, wir schlachten die selber, wir verarbeiten sie komplett von Schnauze bis Schwanz, also dieses Nose-to-Tail-Prinzip. Okay. Das gleiche gilt für die Molkereiprodukte, also den nicht Käse. Nicht so weggeschmissen? Alles gar nichts. Wir verarbeiten komplett, es ist alles regional. Also wir kennen jeden Bauernhof, besuchen den im Durchschnitt einmal im Monat. Halt, wenn wir uns eine neue Kuh aussuchen müssen, die geschlachtet wird. Und es freut mich sehr, dass es so rüberkommt, dass wirklich diese Qualität dahinter steckt. Stark, ganz, das kann vielen, ich nicht sagen. Man merkt es 100%. Und ich finde dieses Prinzip gut, nicht viel wegwerfen, also nichts wegwerfen, alles verwenden. Und daher kommt dann der Preis wahrscheinlich auch, dass ihr... Genau, so setzt sich das zusammen. Also wenn man halt eine Kuh, die mindestens 4 Jahre auf dem Hof steht, die nur, also dieser Hof ist biopositiv, also klimapositiv, noch nicht mal klimaneutral, weil eben das CO2 so, egal, das wäre jetzt sehr, sehr, sehr lang. Das Prinzip dahinter nennt sich Enkelwirtschaft. Mhm. Kann man googeln, findet man. Mega spannend und dafür steht aber dieser Laden. Geil, mega. Olli, ich danke dir. Danke dir. Na, du hast von mir, ich sag's dir schon mal außerhalb, aber ich werde es für euch gleich nochmal genauer erklären. Nee, ich erkläre es jetzt. 9,2 Punkte hast du von mir von 10 bekommen. Das ist ganz weit oben bei mir. Vielen Dank. Und ja, dafür danke für den Burger, sage ich einfach nur. Vielen, vielen Dank. Gebe ich auch gerne meinem Team weiter. Ja, sehr gerne. Auch. Chef auch weitergeben. Gerne hier essen kommen. Kuss, kuss. Also geiles Prinzip muss man supporten, das wollte ich dazu sagen. Ich danke euch. Schönen Tag noch, Olli. Ciao, ciao. Ciao. In dem Sinne werde ich mich von euch hier auf Reporterbasis mit einem Mikro in der Hand verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Es war wieder ein Video, wo ich im Nachhinein denke, es ist 10.000 Mal geiler noch geworden, als ich dachte. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst mich mit einem Daumen um wissen, wenn das der Fall war. Euer Kommentar da, euer Feedback und dann sage ich bis zum nächsten Mal.